Die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten ist in Corona-Zeiten besonders wichtig. Das könnte durch die stark ansteckende Omikron-Variante zu einer großen Herausforderung werden. Wenn sich zu viele Mitarbeiter gleichzeitig in Quarantäne befinden, könnten etwa die Stadtwerke die Energie- und Wasserversorgung nicht mehr in vollem Umfang gewährleisten. Um das zu verhindern, haben sie schon seit dem vergangenen Jahr einige Maßnahmen ergriffen. So wurden etwa 2 getrennte Leitstellen eingerichtet. Denn sollten sich die Mitarbeiter einer Leitstelle in Quarantäne befinden, wäre die andere noch voll funktionsfähig. Aus diesem Grund rücken Mitarbeiter außerdem in getrennten Teams zu Einsätzen am Netz aus. Aber auch einfache Maßnahmen wurden ergriffen. Neben meiner ganz kleinen, dass man den Aufzug nur noch alleine nutzen darf und vorwiegend natürlich die Treppe dann eher benutzt, was noch viele andere Vorteile mit sich bringt. Auch die Einschränkung der Büroräume, das mobile Arbeiten für alle Mitarbeiter hier im Gebäude, die Einschränkung auch gemeinsame Veranstaltungen hier durchzuführen, die gibt es schon seit letztem Jahr, sodass wir uns vorwiegend im virtuellen Raum über Office 365 oder ähnliche Systeme auch zusammentreffen. Auch bei den Technikern vor Ort, wie im Wasserwerk Burgau, achten die Stadtwerke darauf, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei setzen sie die Erfahrungen um, die sie in den vergangenen 2 Pandemiejahren gesammelt haben. Rückblickend hätte sich die Stadtwerkeführung aber eine klarere Linie bei den politischen Entscheidungen des Bundes und des Landes gewünscht. Immerhin sei es erfreulich, dass die kritische Infrastruktur zurzeit besonders gewürdigt werde. Auch ein Vorschlag des Gesundheitsministers Karl Lauterbach für den Bund-Länder-Gipfel am Freitag kommt dem Unternehmen entgegen. Er schlägt vor, die Quarantäne bereits nach 5 Tagen mit negativem PCR-Test beenden zu können. Medizinisch kann ich das natürlich nicht bewerten, damit da die Erfahrungen fehlen. Mit Blick auf die kritische Infrastruktur und die Verfügbarkeit unserer Mitarbeiter im Notfall und im Krisenfall begrüße ich das, dass wir die Möglichkeit haben, wenn es denn notwendig ist, entsprechende Kollegen auch hier in den Einsatz mit einzugliedern, auch wenn sie vielleicht als Kontaktperson normalerweise in Quarantäne wären. Die Feuerwehr ist ebenfalls auf einen möglichen Omikron-Ausbruch vorbereitet. Dazu gehören Desinfektionsmaßnahmen, eine generelle Testpflicht vor Dienstbeginn und eine FFP2-Maskenpflicht bei der Wachschichtübergabe. Die Schichten sollen sich im Allgemeinen so wenig wie möglich begegnen, damit das Coronavirus die Arbeitsfähigkeit der Feuerwehr nicht gefährden kann. Schließlich könne die Erkrankung jeden treffen und man müsse darauf achten, die Einsatzbereitschaft mit den nötigen Maßnahmen sicherzustellen. Wir haben die Schichten getrennt, wir haben keine Kontakte mehr zwischen der Nord- und Südwache, was natürlich Auswirkungen hat auf Ausbildungsmaßnahmen, die laufen müssen. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen setzen wir darauf, dass eine Trennung der Wachschichten zwingend notwendig ist oder besser gesagt der 2 Wachen notwendig ist. Wir haben das Schichtsystem umgestellt, komplett umgestellt, sodass wir jetzt aus 3 Wachschichten 4 Wachschichten gemacht haben, sodass bei Ausfall einer Schicht eine andere Schicht außen frei geholt werden könnte und dann den Dienst übernehmen kann. Durch die Neuorganisation der Schichten verrichten die Feuerwehrmänner und Frauen ihren Dienst jetzt mit anderen Kollegen als früher. Das funktioniere aber sehr gut. Momentan seien alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, die möglich und nötig waren. Die Feuerwehr schätzt die Lage täglich neu ein und ist bereit, ihr Konzept kurzfristig anzupassen. Und falls sich doch einmal viele Mitarbeiter in Quarantäne begeben müssen, erhalten die Kameraden zusätzliche Unterstützung. Wenn wir Ausfälle haben, auch in unseren Mitarbeitern, und dass wir bestimmte Fahrzeuge nicht mehr besetzen können, muss auf freiwillige Feuerwehren zurückgegriffen werden. Und das funktioniert ebenfalls sehr gut. Wir haben eigentlich sehr gut funktionierende freiwillige Feuerwehren. Auch dort müssen wir sehen, dass dort das Infektionsgeschehen nicht gar so sehr zuschlägt. Aber wir haben 15 freiwillige Feuerwehren und auf die muss dann zurückgegriffen werden. Sowohl die Feuerwehr als auch die Stadtwerke sehen sich gerüstet für eine mögliche Omikron-Corona-Welle. Im Gegensatz zu anderen Städten dominiert die Virusvariante in Jena noch nicht.